Herzlich willkommen zurück zu DC Epoch Shadows. Ja, immer noch hier in der großen Scheune, wo wir uns ausgelockt haben beim letzten Mal. Und jetzt heißt es zu der Scheune da. Ich habe jetzt nochmal, Entschuldigung, ein paar Minuten gewartet, eine geraucht, ein bisschen getrunken. Und ich hoffe mal, dass sich die Bots zurückgezogen haben. Ansonsten habe ich ein Problem. Oder könnte ich vielleicht aus der Scheune oben aus dem Gips. Ah, ne, ja doch, oben gibt es da nicht ein Fenster? Oder war ein Leck? Ich habe ihn auch gesehen. Müssten wir da mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich ja zur Scheune rennen. Da renne ich, glaube ich, müsste von der Scheune meine Leiche dann sehen. So, ich meinte. Moment. Da oben. Genau. Ich hätte einen am Waffenständer hingestellt. So, wo liege ich denn? Ich bin noch direkt hier auf dem Rasen gestorben. Ja Leute, da müssen wir jetzt hinrobben. Ich habe mich jetzt noch nicht gesehen. Das muss hier aber irgendwo sein. Weil wir sind ja Richtung Scheune gerannt. Das weiß ich noch. Ich glaube da vorne, ne? Hä? Oder liegen da jetzt nur die Knochen? Boah, wo ist die? Nein, was stehst du auf? Bist du bescheuert? Ach. Moment, das war doch hier irgendwo. Wir waren doch fast bei der Scheune angekommen. Ihr habt es wahrscheinlich schon wieder gesehen, ne? Halt, ein Stück vom Haus bin ich ja, von dem kleinen Häuschen bin ich ja ein Stück weggekommen. Komm schon, hier ist alles. Ich bin im flachen Rasen, bin ich doch hier gestorben. Mal noch weiter höher. Ich hoffe mal, die Bots sind alle zurück. Wenn wir mehr gleich sehen. Ich laufe jetzt mal ein bisschen hier. So, ich bin doch schon hier hinten gewesen. Hier so. Habe ich doch hier so. Jetzt sag nicht, dass meine Leiche weg ist, ey. Krieg ich. Nee, an den Büsche war ich doch nicht. Komm schon, Spiel. Jetzt bin ich doch schon wieder. Ach, das ist gar nicht das Häuschen. Das ist noch ein anderes Häuschen. Dann war das weiter oben. Da muss noch ein Häuschen kommen. Ach nee, Moment mal. Da drüben war das. An dem silbernen Häuschen. Hier, auf den Rasen war das irgendwo. Da, ich sehe auch meine Leiche schon.
leider hinrobben jetzt. Ach, Mann. Ich dachte schon. Ja, das dauert jetzt eine Weile zwar, aber kann ich nicht ändern. Ich will nicht nochmal gleich sterben. Die Bots müssten doch eigentlich... Alter, wieso steht der immer einfach auf? Ich darf mich nicht drehen. Und dann gucke ich echt mal, ob ich vielleicht von der... So... Ausrüstung. Erstmal die Waffentasche rüber. Zack. So, jetzt. Zack. Ne, das kann ich alles eigentlich. Außer das Essen. Den Rest. Oh, hier passt ja auch gar nichts mehr rein. Muss ich mal überlegen. Na, das machen wir später. So, was nehme ich jetzt hier noch mit? Das Blood Pack. Das Trinken. Ja, mehr kann ich hier nicht reinpacken. Oder ich lasse die Waffe hier. Soll ich die hier lassen? Ich brauche den Platz jetzt. Ah, na, ich... Ja, ich lasse die mal hier. Nimm dann lieber noch anderes Zeug mit. Warte mal, hier könnten wir ja noch Entfernungsmesser. Das haben wir alles. Diese hier. Ja, G17, die kann er ruhig so behalten. Zeigt denn jetzt hier die L? Die ist doch rausgeschmissen. Pack die mal wieder rein. Oh nein, jetzt hat er meine... Na, lieber hier das raus. Und DMR rein. Ja, das ist zu verkraften. Der Rest ist okay. Ah, jetzt bin ich Knochen. Seht ihr das? Das wäre dann schon schwerer gewesen zu finden. So, jetzt kriege ich mal hier bis zum Busch. Oder jetzt laufe ich einfach. Juiuiuiui, schnell weg. So, da rüste ich mich mit der Dings aus. Bin ich mal gespannt, ob das geht. Oh, hier eine Machete. Oh, kann man ja auch mal mitnehmen. Oh, hier hat er eine Lockbox hingestellt. Klar, unten steht ja auch eine... Unten eine Toilette hat er da in die Ecke gestellt. So, hier oben stehen Tresore. Dann spawnt hier öfters mal eine Dings. So, dann würde ich jetzt gern doch die A50 ausrüsten. So. Schauen wir mal. Ach, Mist. Hinlegen vielleicht? Nee, das geht auch nicht. Da schaut er zu sehr. Warte mal, so. Verdammt. Aber vielleicht beim Sitzen vom weiter weg. Ist hier die Treppe, war hier, ne? Ja, da falle ich aber runter. Nee, das wird nix, Leute. Das wird nix. Ich höre auch schon wieder Zombies hier. Ummachen. Ich guck mal kurz hier rein. Ja. Logisch, dass hier nichts drin ist. Hier haben sogar ein Zelt hingestellt. Auch nichts drin. Na gut.
Alles klar, dann könnte ich ja jetzt eigentlich noch mal einmal von dem kleinen Häuschen aus. Von dem da. Ja klar. Du kleine Arschmade. Mann. Ich die hasse, ey. Ich brauche einen Busch. Einen Busch brauche ich. Und auf der PDW. Erstmal verbinden. Und der ist uns jetzt nicht hinterhergerannt, weil er da den Holzzaun hatte. Oder was? Wir können ja mal direkt von hier gucken, ob wir was sehen. Wo ist er? Da kommt er an die Rand. Das war knapp. Die halten aber was aus, wenn man sie nicht direkt in den Kopf schießt, ne? Ich krieg mal hier durch. Ein bisschen sehe ich. Boah, wie viele da rumrennen. Boah, alter Schwede. Die haben alle schweres Geschütz, glaube ich. Ja, hier ist ein Scheiß-Posi. Hier sehe ich gar nichts. Ich muss mindestens bis zur... ein Stückchen weiter hier hin. Ja, hier sieht man schon ein bisschen mehr, aber ich sehe immer noch nicht den zweiten Gunner. Den würde ich jetzt gern sehen. Muss ich nur noch ein Stückchen hier runter. Denn hier von dem Haus aus hatte ich es, glaube ich, gut gesehen, ne? Oder auch nicht. Scheiße. Da hinten rennen die noch. Alter Schwede. Der hockt sich, der Gunner muss doch da, die standen doch ziemlich nah aneinander. Bin jetzt mal so mutig.
zuvor und viel bessere Einsicht. Einfach den Gunner nicht. Da sind so viele. Zelt? An den Haut. Na doch, ein großes Zelt. Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Aha. Jetzt steht doch da bestimmt auch noch ein Gunner. Da war doch der eine Gunner, den ich. Da ist ein Gunner. Oder? Der steht ja die ganze Zeit. Das ist der, der mir in den Rücken geschossen hat. Nee, der läuft. Doch kein Gunner. Da ist der Gunner. Den haben wir. Uiuiuiuiui. Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell weg. Schnell, schnell, schnell. Ja, ich weiß, dass man mit der A50 noch weiter wegbleiben könnte. Aber ich habe ja keine Einsicht. Ne? Ich sehe ja nichts. So, die laufen jetzt da auf jeden Fall hin. Das heißt für mich, dass ich jetzt erstmal ein Stück hier hinter der Mauer nach oben gehe. So, haben wir nämlich ein bisschen Schutz an der einen Seite. Oh, der Gunner ist auf jeden Fall erstmal weg. Wenn das jetzt nur zwei Gunner waren. Ja, und ich kriege, ihr seht, es war ein Bandit. Mann, ich will aber nicht jetzt in Richtung Hero wieder gehen. Und wenn ich die alle abschieße, aber das Flugzeug. Da oben gibt es auch eine MV22, selbe Mission. Nee, na dann kann ich auch hier bleiben. Man hat hier keine eindeutige Sicht. Ah, hier oben vielleicht. Das wäre es ja, wa? Oder ich bin hier gleich tot, dass es eine ganz schlechte Idee ist. Ich weiß es nicht. Kann man sich hier hinknien? Wieso kann ich meine Waffe nicht jetzt? Ich kann auch nicht weiter ranzoomen. Aber von hier oben wäre das doch schon mal eine Überlegung wert. Ja, hier ist der scheiß Baum im Weg. Ich könnte hier zwar eventuell ein, zwei abschießen.
sehe auch keine. Oh, wie viele da noch sind, ey. Den haben wir. Noch schießen sie nicht hierher. Noch 10 Schuss. Alter Schwede, ich treff die einfach nicht. Welche sind doch da hochgerannt? Da an den Büschen. Da. Oh, oh. Okay, jetzt habe ich mir die Beine gebrochen. Scheiße. Entdeckt. Und Munition habe ich auch nicht mehr. Ah ne, wisst ihr Leute, ich glaube, ich lasse das lieber. Ich werde hier wieder sterben. Weil die haben mich jetzt schon gut umzingelt. Sind ja schon gut bis da vorne hingerückt. Ich guck noch mal. Ob die auch bis hierher gerannt kommen? Seh, doch da, da oben. Nee, 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 nee. Kommt tatsächlich bis hierher. Na, ich glaube, rote Mission, da müsste ich dann mit einem von euch oder mit Ivan mal machen. Da traue ich mir jetzt echt zu viel zu, glaube ich. Weil die treffen ja auch gleich, ne? Ich könnte jetzt auf den hier hochklettern. Und wenn die dann zu den anderen Turmen rennen, könnte ich sie eigentlich abknallen. Wenn die jetzt durch den Dings kommen. Ja, ich zitter jetzt auch. Habe ich noch einmal. Ja, einmal habe ich noch. So. Da war ich oben, das wissen sie. Aber nee, das traue ich mir jetzt nicht zu. Also Rückzug. Da müsste man dann wenigstens so... Ah, ja, ja, ja. Hier, wie sie mir hinterher schießen. Wie sie mir hinterher schießen. Die Schweine. Von wo?
jetzt so weit hinterherkommen. Okay, war bei der Game ja auch, ne? Aber die haben nicht so gut getroffen. Und ich glaube hier, rote Mission heißt, die treffen auch richtig gut. Jetzt müsste ich einen Panzer haben. Die haben keine großen Geschütze mehr. Dann würde ich da reinfahren und alles niedermelzen. Gut, da sind Minen, aber man kann ja einen Panzer auch von Weitem schießen. Ob die mir immer noch weiter hinterherkommen? Wie weit dürfen die ihr Gebiet dann verlassen? Ja, keine Ahnung. Na gut, ja, dann heißt als nächstes der Plan, ich bin ja voll sozusagen, dann heißt es als nächstes Richtung Base. Neu ausrüsten. War vielleicht eine gute Idee. Ja, ihr sagt jetzt vielleicht, ja, die hättest du schaffen können und hättest nur mehr so und so. Ja, ich weiß. Aber ich habe jetzt keine Lust, nochmal zu sterben und nochmal den ganzen weiten Weg zu rennen. Und ihr habt ja gesehen, ich dachte jetzt da oben in dem Ding, okay, dass sie mich irgendwann da entdecken, ist klar. Und da hätten sie mir jetzt, ich hätte auch nicht runterspringen brauchen, weil da war ja Metall ringsrum, ne? War jetzt meine eigene, was heißt Blödheit, ich habe mich einfach erschrocken, sagen wir mal so. So, na gut, dann geht's jetzt mal durch die Steppe. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Bis hier. Naja, ich hoffe mal, oh, 9000. Naja. Haben ja Zeit. Es drängelt ja keiner. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht durch die andere rote Mission laufe. Aber ich denke mal, hier in dem Wald mache ich erstmal einen Schnitt und dann laufen wir das nächste Mal weiter. Die AS-50 ist jetzt doch nicht so laut, wie ich dachte. Ich dachte, die wäre lauter. Ne? Da ist ja eigentlich die M40 noch lauter, glaube ich. Wäre natürlich schön, wenn wir noch unterwegs ein Auto finden würden oder so. Dann wären wir schneller bei der Base. Na gut. Ich mache hier aber mal, da ist ein Hase, da laufen einzelne Zombies rum. Ich mache hier aber erstmal einen Schnitt. Dann haben wir das nächste Mal noch, ja, über 8000 vor uns. Und sag dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Daisy Epoch Generous. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.